Hallo alle zusammen, hier ist das Laser-Rhinitis-Gerät und ich möchte mal kurz zeigen, was alles dabei ist. Mit dabei ist hier eine Anleitung, die leider komplett auf Englisch ist. Eine deutsche Übersetzung gibt es hier nicht. Also muss man sich hier vielleicht ein bisschen reinfuchsen und das Ganze lesen. Hier ist der Stromgeber, der funktioniert allerdings auch ohne Steckdose. Man kann ihn hier oben aufladen. Ladekabel, hier ist ein USB-C-Kabel inklusive Netzteil wird mitgeliefert, kann also sehr leicht aufgeladen werden. Dann ist die Frage, was ist noch dabei? Wir haben hier die eigentlichen Dioden, die werden hier angesteckt und man kann das Gerät dann hier einschalten und sobald das angeschaltet ist, kann man hier die Dioden dann auch zum Leuchten bringen. Wichtig, hier werden ich glaube, fünf von diesen Silikon-Pads mitgeliefert, die man hier rüberstülpen kann. Also hier sind die anderen, sodass man eben auch mit verschiedenen Personen dieses ganze Gerät verwenden kann. Jeder kriegt eine eigene Silikonkappe oder vielleicht werden die auch irgendwann porös, weil man muss die ja auch nach jeder Anwendung mit Alkohol desinfizieren. Ich habe jetzt Ethanol genommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit Isopropanol genauso geht. Verzichten würde ich vielleicht auf Desinfektionsmittel, die für die Hände sind. Da ist oft Glycerin dabei und ich weiß nicht, inwieweit das jetzt dieses Silikon oder das Plastik sogar angreift. Möchte ich das Ganze anmachen, geht das hier mit dem unteren Knopf einmal draufdrücken und schon leuchtet das Ganze. Das leuchtet sogar so stark, dass die Nase dann rot ist. Und hier auf dem oberen Knopf kann ich die Intensität erhöhen auf 3, auf 1 oder auf 2 Sterne und ich mache es jetzt erstmal wieder aus. Ich habe das beste Gefühl hier bei 2 Sternen gehabt, muss ich sagen. Einfach deswegen, weil bei einem Stern habe ich kaum was gespürt. Bei 2 Sternen hat sich der Schleim ein bisschen gelöst. Bei 3 Sternen sicher noch ein bisschen besser, aber ich hatte das Gefühl, dass die Nasenschleimhaut so ein bisschen trocken geworden ist. Deswegen habe ich es dann doch auf 2 Sternen gemacht und ich habe es nach der Anwendung die Nase auch ein bisschen nochmal mit einer Creme eingeschmiert, damit ja, die nicht so trocken ist, wie gesagt. Jetzt natürlich interessant, wirkt das Ganze? Also direkt nach der Anwendung würde ich sagen, auf jeden Fall. Auch in der Nacht habe ich noch recht gut durchatmen können. Und am nächsten Tag hat man aber schon gemerkt, dass das langsam nachlässt. Aber ich habe da schon noch einen Effekt gespürt, bilde ich mir zumindest ein am nächsten Tag. Aber nach 2 Tagen und 3 Tagen, so wie jetzt, ist das Ergebnis eigentlich fast weg. Und die Allergien sind wieder da, die Nase ist zu. Hört man vielleicht auch beim Sprechen, sodass ich schon sagen würde, dass man hier kurzfristig was merkt, langfristig aber der Effekt noch nicht da ist. Kann sein, dass ich das länger und öfter noch anwenden muss, dass hier ein besserer Effekt dann auch stattfindet. Auf jeden Fall in der Anleitung steht, man soll das Ganze an einem Tag 3x 30 Minuten machen, also am besten vormittags, mittags, abends. Und dann soll man 10 Tage Pause machen und dann wieder 3x 30 Minuten an einem Tag und das in diesem Intervall. Kann sein, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dass die Nase sich dann daran gewöhnt oder dass das Ganze besser wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht, wenn man das nicht ja, 3x an einem Tag macht, sondern wenn man diese 30 Minuten alle 2 Tage machen würde oder so, dass dann wahrscheinlich der Effekt noch besser ist. Weiß ich aber nicht, inwieweit das geht. Ist ja doch ein medizinisches Gerät und in der Anleitung steht, dass man es alle 10 Tage verwenden soll.